Zocken soll nicht nur schlau machen, sondern auch beim Lernen helfen. Game-Based Learning. Habt ihr davon schon mal gehört? Dass Kinder mit Computerspielen lieber lernen, das verstehe ich ja noch. Aber Erwachsene? Ja, da gibt's ein Spiel, das ist besonders beliebt und das nennt sich Minecraft. Ist das mit den Blöcken und den Pixeln. Zocken und dabei schlau werden, das erklärt mir jetzt Sandra Kiel. Du bist Wirtschaftsinformatikerin und treibst Game-Based Learning voran. Das zockst du doch bestimmt viel, musst du ja monsterschlau sein. Das ist definitiv, also mega schlau. Aber wie funktioniert's denn? Wenn du spielst, dann lebst du Wissen, du lebst etwas und du experimentierst, du scheiterst. Du fällst hin, stehst wieder auf, versuchst es erneut. Und genau diese Stärke des Spiels nutzen wir eben im Game-Based Learning, um Wissen viel nachhaltiger zu verankern, als einfach nur durch Lesen. Hier sind wir jetzt quasi im Cybersecurity-Game, was wir entwickelt haben. Und bei diesem Game geht es hauptsächlich um die Fähigkeiten, die jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin im Unternehmen haben sollte oder zumindest eine Awareness darüber haben sollte. Bin ich jetzt der Gut oder der Böse in dem Spiel? Heute bist du mal der Böse in dem Spiel, weil anhand eines Hackers kann man das Spiel viel besser erklären. Ja? Das Spiel ist ausgelegt auf zwei Teams. Das eine Team wird quasi die Hacker-Position einnehmen und das andere Team die Verteidiger-Position. Das Hacker-Team hat die Aufgabe, einen Ransomware-Angriff auf die Burg auszuführen. Während das Verteidigerteam die Aufgabe hat, vom CISO bekommen hat, bitte mach die Burg sicher. Wir haben da einen Haufen Sicherheitslücken. Aber im Endeffekt geht es um eine wunderbare, süße Köstlichkeit. Einen Kuchen mit der Schokolade, die runterläuft links und rechts. Du schnappst dir nicht das Rezept und bringst es aus der Burg raus, sondern du bemächtigst dich quasi der Daten über das Rezept und erpresst dann die Burgbewohner, um Geld rauszuschinden. Du bist quasi im Gefängnis der Hackerburg. Da landest du immer dann, wenn du eine falsche Antwort gibst. Das ist dein Kumpel, ne, aus der Hackerbase. Und wenn du auf den quasi mit der rechten Maustaste klickst, dann fängt der an und redet mit dir. Ne? Phishing bedeutet, dass wir wichtige Daten bzw. über eine gefälschte E-Mail oder eine SMS oder ein Paket abfangen. Unsere Absicht ist es, persönliche Daten zu missbrauchen. Mhm. Der weiß ja echt Bescheid. Dankenswerterweise gibt es in der Burg eine Poststelle, die wir uns zunutze machen. Also ich ahne sowas, ich muss zur Poststelle gehen. Hier bekommst du die Schwachstelle schon so mitgeteilt. Das ist dein erster spielerischer Effekt, dass du merkst, Moment, passen wir auch im Job mal ein bisschen auf. Genau. Richtig. Ich bin drin, Mabily. Ziel unseres Ransom-Angriffs ist das Sammeln von Daten und Identitäten. Ja, klar. Natürlich wollen wir Daten haben. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Jürgen hat einen Fehler gemacht. Und ich bin wieder im Knast gelandet. Genau, das passiert, wenn die Hacker nicht genau überlegen, das Wissen auch anzuwenden. Auch die Hacker haben nicht nur Spaß beim Hacken, sondern sie müssen auch die Fragen richtig beantworten. Also dieser Lerneffekt muss auch bei denen nachgewiesen werden. Ne? Ich bin drin. Nee, du bist rausgeworfen worden. Nee, du bist drin, du bist drin, ich sehe dich. Ja, jawohl. Ja, das VPN war noch nicht aktiviert, haben wir Glück gehabt. Wir haben die erste Lücke entdeckt, ja. Jetzt bist du in der Burg. Wenn ich jetzt der Böse bin in dem Moment, werde ich ja auch sensibilisiert, demnächst darauf zu achten, dass ich alles gut und richtig mache letzten Endes. Genau. Das heißt, ich kann auch selbst die Schwachstelle von der Gegenseite erkennen. Genau. Was ist sinnvoller? Ist es besser vom Lerneffekt der Böse zu sein oder ist es mehr der Antrieb, dass du der Gute bist und sagst, ah, das muss ich einrichten? Das hängt davon ab, ob du welcher Spielertyp du bist. Wenn es in Zukunft nicht nur die Arbeit, sondern auch das Lernen Spaß macht, sind ja rosige Zeiten. Aber was kommt denn als nächstes? Also für uns kommt als nächstes auf alle Fälle kommen Themen, die eigentlich sehr global wichtig sind, ne? Wie zum Beispiel eben das Thema Nachhaltigkeit. Wir entwickeln gerade eben ein Spiel zum Thema Kreislaufwirtschaft. Ja? Es ist genau dieses Thema, wann benutze ich welche Ressourcen, wie stelle ich die Ressourcen quasi wieder zur Verfügung, wenn ich sie benutzt habe. Und das kann man natürlich in Minecraft ganz hervorragend spielen, weil Minecraft an sich ja auf das Thema Nachhaltigkeit angelegt ist. Wie sieht es denn mit euch aus? Wollt ihr euch lieber durch einen Lehrgang durchklicken oder Wissen erzocken? Schreibt es mal in die Kommentare.